Herzlich willkommen zu Bendy and the Ink Machine. Ja, ich wollte mal was anderes ausprobieren und habe mal ein bisschen Steam durchforstet. Schauen wir mal, wie das hier so wird. falls ihr das ausprobieren wollt, das Spiel kostet nichts. Mal gucken, ob's... Muss ja nicht bedeuten, dass es schlecht ist. Also bis jetzt sieht es recht gut gemacht aus. Schauen wir mal. Dear Henry, it seems like a lifetime since we worked on cartoons together. 30 years really slips away, doesn't it? If you're back in town, come visit the old workshop. There's something I need to show you. Your best pal, Joey Drew. Ja, anscheinend haben wir hier jemanden, der dem Henry schreibt, dass es eine Weile her ist, dass sie zusammen Cartoons gemacht haben. Und ja, sie wollen sich wohl treffen. Oh, so schnell konnte ich jetzt nicht gucken. Also ich spiele mit Tastatur. All right, Joey. I'm here. Let's see if we can find what you wanted me to see. Ich soll also den Workshop erkunden. Bendy and the Little Devil Darling. Okay. The Dancing Demon. Whoa. Okay. Ah, das sind dieselben. Bendy in Sheep Songs with Boris the Wolf. Wer ist Bendy? Sheep Songs. Das sind jetzt die gleichen. Was ist das? Videobänder? Rechtsraum, linksraum? Schauen wir mal rechtsraum. Der Workshop hat schon... Hallo? Bessere Tage gesehen. Ah, bist du Bendy? Hallo? Jetzt nur ganz kurz gucken, kann ich hier nochmal... Ah, das ist schön. Ah, aber nicht die Tastatur. Na gut, aber das ist ja schon mal nicht schlecht. Dreams come true. Träume werden wahr. Da tropft... Ich würde mal sagen, Tinte von der Decke. Hier ist wieder die Figur. Okay, ist verschlossen. Wenn ich das richtig sehe. Ah, hier ist eine Tür, wo Lichtschein drauf kommt. Okay, verschlossen. Bist du auf? Hallo? Alles zu. Ah, da hinten ist diese Inkmaschine. Die Inkmaschine! Ja, toll. Alles zu. So, this is the ink machine, huh? Wonder how you turn it on. Okay. Anmachen. Da liegt ein Schraubenschlüssel. Kann man das benutzen? Ich kann auch noch hüpfen. Ich habe es aber ehrlich gesagt bei der Tastaturbelegung nicht gesehen, was ich benutzen und so war. Tropft wieder alles aus den Rohren raus. Sieht jetzt nicht wirklich aus. Was ist das? Ich frage mich halt, ob man in Schubladen überhaupt was machen kann mit Schubladen. Vielleicht muss ich erstmal hier woanders gucken. Irgendwas in meinem rechten Ohr hat geknistert.
ist ein Zeichenbrett. The Illusion of Living. Ah! Da ist ein Brett umgefallen. Nur ein Brett. Mann. Ich weiß jetzt nicht, welche Ecke mir besser gefällt. Da ist dunkel, da ist zwar heller, aber da hängt wer. Hat was von Kofi. Oh my God. Joey, what were you doing? Auch zu. Oh nett, ein offener Brustkorb. Bist du Boris der Wolf? Ach, das sind Filmrollen wahrscheinlich. Wer lacht jetzt? Ja. Aber man kann also auch rennen, ne? Alright, how do I get this to work? Okay. Brauche ich diese ganzen Sachen, die auf den Bildern sind? Okay, low pressure. Main power. Sagt niedriger Druck. Jetzt schauen wir uns noch mal weiter um, bevor mir... Oh Gott, wo kommst du her? Da war doch gerade eben nicht da. Who put this here? Hallo. Oh, ich hab grad voll Gänsehaut. Da war ich schon. Wieso sind hier eigentlich 1000 Türen, wenn ich nirgends rein darf? Was bist du? At this point, I don't get what Joey's plan is for this company. The animation sure aren't being finished on time anymore. And I certainly don't see why we need this machine. It's noisy, it's messy, and who needs that much ink anyway? Also, get this. Joey had each one of us donate something from our workstation. We put them on these little pedestals in the break room to help appease the gods, Joey says. Keep things going. I think he's lost his mind. But hey, he writes the checks. But I tell you what, if one more of these pipes bursts, I'm out of here. Okay. Meinen Sie diese Röhren oder ist das jetzt nur umgangssprachlich gemeint? Also mittlerweile bin ich mir nicht mal mehr sicher, wo ich reingekommen bin. Was ich jetzt sagen? Das sind lauter Papiere, die da sind. Das ist auch unübersichtlich. Nö, also hier waren wir noch nicht, ne? So ein kleiner Filmraum. Ah ne, die sehen alle aber in Ordnung aus. Ein Lautsprecher. Na gut, haben wir hier noch nichts, was ich tun kann. Muss ich denn dann da hingehen? Da waren wir jetzt schon. Haben wir ja das hier gerade geredet. Wo ist denn der Eingang, wo ich hergekommen bin? Ich glaube, das war dann hier, oder? Genau, da war die Inkmaschine. Okay. Der da drin hat das Licht ausgemacht und ich kann rein. Okay.
okay, ich habe Dosen genommen. Tinte vermutlich. Ich mag die Musik. Ist irgendwie cool. Ach, hier bin ich ja gekommen, genau. Ah, guck mal. Ah! Ich habe eine Stoffpuppe gefunden, die quietscht. Na toll. So die Frage, wie man die Sachen dann letzten Endes benutzt, ne? Okay, das kann ich an- und ausmachen. Und ja, ich bin unglaublich schreckhaft. Das kann total harmlos sein. Ich quieke. Haben wir hier noch was liegen? Da liegt nicht nur bloß die Figur drauf. Okay, genau das war da, wo ich reingekommen bin. Kann ich doch wieder rauskommen? Hey, here's my old desk. I wasted so much time in this chair. Da steht Nein drauf. Ha! Dass die Figuren überall stehen. Ah, da ist versperrt. Ah, da ist Licht. Das ist schon mal gut. Licht ist gut. Okay, ich habe jetzt, wenn ich das richtig gesehen habe, habe ich Tinte gefunden. Vielleicht kann ich da diesen Druck für die Maschine dann... Weiß nicht. Also ich schätze es mal, es schadet nicht, wenn man Türen nochmal überprüft, ne? Oh, die Musik ist ausgegangen. Waren aber nur die zwei, ne? Ja, ja, ja. Hier ist alles beim Alten. Gibt's hier was zum Einfüllen? Hier ist die Tinte. So ein Brett. Ah, jetzt kann ich das nehmen. Ich das vorher nicht nehmen. Ja, die wird verwirrend. Aber noch kann ich damit nichts machen, ne? Na gut, ich denke da in dem anderen Raum, aber ich will da eigentlich jetzt gerade nicht hin. Ist jetzt nicht per se, ne? Also kann auf jeden Fall ein bisschen schneller reden. Laufen. Aber ich meine, irgendwie für mich persönlich nicht schnell genug. Jetzt auf einmal kann ich Sachen nehmen. Oh. Das kann ich auch nehmen. Aha. Du bist wieder weg. Das finde ich jetzt irgendwie uncool. Ah. Okay, mir fehlt die Musiknote und mir fehlt ein Tintenfass. Okay, verstehe, ich habe es mir fast schon gedacht. Also eine Note und ein Tintenfass. Wo könnte ich das finden? Habe ich das schon gesehen? Habe ich doch gerade irgendwelche Tintenfässer aufgesammelt. Hallo Wolf, hast du was für mich? Ich glaube irgendwie nicht, ne? Bei dem Musikspielgerät vorhin vielleicht. Aber da war doch nichts, was ich noch mitnehmen konnte. Ah, vielleicht kann die Schallplatte dazu als Note enden. Was war das noch? An die Tintenfass, ne? War ich das schon? Ja, ach so, hier bin ich. Ein bisschen schneller könnte man schon gehen. Kilometergeld kriegen wir hier auch nicht. Nee, erzählt nur dasselbe. Das ist zu. Ah, sieh an. Ah, die Lampen weisen so ein bisschen den Weg. Aber hier ist nichts drin. Das sind so Kameras, oder? Ich brauche noch dieses Tintenfass. Oder
sah zumindest wie ein Tintenfass aus. So. Ja, aber ob ich das Tintenfass finden werde, sehen wir in der nächsten Folge. Bis dann.